Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Heute ist der 10. Erstmal kurz zu meinem Adventskalender. Wo ist die Katze? Da. Diesmal war von, oh Gott, ich vergesse mal, wie man es ausspricht, Ostja? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war hier so eine, ich glaube, Creme drin. Ich habe selbst noch nicht genau geguckt. Ah nee, eine Renaissance Mask. Also eine kleine Maske. Das soll ja eine gute Marke sein, so wie ich es bis jetzt mitbekommen habe. Das sind 10 Milliliter. Ja, freue ich mich natürlich sehr. Ich finde die Optik sehr, sehr schön. Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ja, das war heute im Adventskalender. Und ich habe gerade meinen Wochenvlog mal wieder hochgeladen. Ja, endlich funktioniert es hier. Internet auch, alles richtig gut. Auch das Schnittprogramm, gestern hatte ich dann keine... Also erst hatte ich noch Probleme mit dem Schnittprogramm, aber jetzt ging's. Ich hoffe, es läuft jetzt. Also jetzt kommen, glaube ich, wieder regelmäßig Videos. Zumindest schon mal regelmäßig die Wochenvlogs werden jetzt hochgeladen. Ich muss gucken, ich habe jetzt noch zwei, die ich hochladen könnte. Also erstmal schneiden muss. Vielleicht werde ich heute noch eins schneiden. Das muss ich gucken, je nachdem, wie ich durchkomme. Aber ich will die jetzt erstmal relativ aktuell wieder machen. Das heißt, die nächsten zwei werden wahrscheinlich noch innerhalb dieser Woche kommen. Beziehungsweise jetzt der nächsten Woche, die jetzt kommt. Versuche ich es jedenfalls, damit ihr wieder aktuell dabei seid. Es freut mich auf jeden Fall, dass ich endlich mal wieder was hochladen konnte. Ich wurde schon von vielen Leuten gefragt, ob ich überhaupt noch aktiv bin, ob ich da irgendwie noch was mache. Aber ja, es hat noch nicht funktioniert momentan. Ja, heute ist Sonntag und ich werde heute weiter streichen. Im Schlafzimmer nämlich. Da habe ich jetzt schon drei Wände weiß gestrichen. Und eine Wand kommt in so einem Taubton. Und das werde ich dann heute noch machen. Habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Boah. Gleich kommt erstmal mein Bruder und seine Freundin, nicht um mich zu besuchen, nein, um meine Katze zu besuchen, ja. Und das ist kein Witz, das ist wirklich so, der würde mich niemals so besuchen kommen, aber weil ich jetzt meine Katze habe, kommt er. Ja, jetzt gerade mache ich mir kurz Pommes, ich hätte einkaufen sollen gestern, aber irgendwie hatte ich gestern keinen Bock. Deswegen habe ich jetzt nur noch so ein paar Sachen im Kühlschrank, also im Grunde gar nichts. ja, sieht sehr leer aus, ich habe zwei grüne Smoothies, ich habe ein bisschen was zu trinken. Und ansonsten noch ein paar Möhren. Und Erbsen und Möhren. Ja, also nichts mehr Besonderes. Deswegen, ich mache mir jetzt Pommes. Dann muss ich morgen einkaufen. Und ja gut, wenn mein Bruder nachher wieder weg ist, dann streiche ich, wie gesagt. Ich muss noch ein paar Möbel hochholen. Und zwar will ich das... Hörst du auf? Hör auf! Und zwar... Oh, die ist so dumm. Und zwar will ich das Bettgestell schon alles hochholen, weil es möchte mein Opa... gerne morgen dann aufbauen. Morgen macht er dann nämlich die Fußleisten im Schlafzimmer fertig. Und dann hole ich noch die Fußleisten hoch. Die bringt er nämlich dann an. Ja, das Bett und die Bänke für den Tisch muss ich noch aufbauen. Habe ich noch nicht geschafft. Deswegen die muss ich auch noch hochholen. Und dann hier so ein bisschen Papier, was meine Katze da, womit sie gerade spielt und schon wieder alles rauswirft, muss ich noch in den Keller schon mal bringen, damit sie nicht so doof rumsteht. Genau, das ist Plan für heute. Achso, und dann fahre ich noch nach Hause kurz, also zu Mama und hole noch mal ein paar Sachen ab, zum Beispiel auch meine Bücher, also Kochbücher zum Beispiel, weil ich an Weihnachten hier feiern will und ich möchte mir schon mal durch den Kopf gehen lassen, was ich hier zu essen mache. Ich bin natürlich vegan, deswegen muss ich erstmal in meine Kochbücher gucken, was ich da so machen könnte. Aber ich habe jetzt eine tolle Küche, die ich bis dahin noch aufräumen muss. Wie gesagt, hier steht momentan alles drauf, noch Schrauben und sowas. Als ich hier meinen Schreibtisch aufgebaut habe, muss ich noch gucken, ob ich die noch brauche oder nicht. Ja, die Katze rastet gerade richtig hardcore aus. Sonst hatte ich euch, glaube ich, nichts mehr zu erzählen gerade. Wüsste ich jetzt nicht. Ich melde mich dann nochmal wieder, wenn es irgendwas Spannendes gibt. Vielleicht was Neues gibt. Mal gucken. Hi ihr Lieben, heute ist Dienstag. Ja, ich meine, es ist Dienstag, sorry, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin hier gerade am Salat machen. Ich wollte jetzt einen Salat essen. Da ist mir eingefallen, ich könnte kurz vloggen. Ich werde heute noch ein Video übrigens schneiden und jetzt gerade gucke ich ein Video. Und ich nehme euch mal ganz kurz mit. Und zwar ist hier meine Matratze nicht mehr, was sehr, sehr gut ist. Oh, meine Katze geht erstmal ab. Yay, Katze ist in Spiellaune. Ja, und ich wollte euch kurz hier das Schlafzimmer zeigen. Mein Bett steht hier endlich. Yay, und da ist die Wand. Wo ich da oben halt nochmal lang, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Ja. Aber die Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Finde ich sehr, sehr schön. Und jetzt geht es zu meinem Adventskalender. Ich habe hier noch die... Ich habe euch die Sachen von gestern und von heute noch nicht gezeigt. Gestern war drin von Molton Brown London Ginger Lily Body Wash. Also einmal ein Body, also ja, ein Shower Gel.
Und heute war drin von Caudalie das Vinosource Creme Sorbet. Genau, das war da drin. Auch eine sehr coole Marke, freue ich mich sehr drüber. Und das stelle ich jetzt erstmal irgendwo anders hin. Das soll nicht im Schlafzimmer stehen, weil da ist es bis jetzt auch schön. Da soll es auch schön bleiben. Ja, ich drehe euch mal hier einmal kurz. So ist der bisher jetzt so ein bisschen der Überblick. Ja, Sofa weiß ich noch nicht. Irgendwie hat sich da noch nicht geklärt, wann da jemand kommt. Kleiderschrank sollte eigentlich Samstag kommen. Dann wurde ich heute angerufen. Ja, wir können nicht zu Ihnen kommen, weil es so verschneit ist. Und ich so, hä, was wollen Sie liefern? Ja, den Kleiderschrank. Ich habe dann so gesagt, der soll Samstag kommen. Sorry. Ja, keine Ahnung. Jetzt muss ich mal gucken, ob die sich nur ummelden oder so. Oh, es nervt einfach gerade. Aber das wird schon. Und die kleine Maus spielt da hinten mit meiner Bettdecke. Es muss nicht sein, Mäuschen. Es muss nicht sein. Das muss doch nicht sein. Ach ja, Baby. Baby, guck doch mal in die Kamera. Oh ja, genau. Die kleine Maus, die ist so süß. Ne? Ja. Schon eine süße Maus. Komm hier, geh auf den Kratzbaum. Au, au, au. So. Ja, mehr wollte ich ja jetzt nicht sagen. Heute ist nichts Spannendes mehr. Ich freue mich aufs Wochenende. Das Wochenende wird super stressig, weil ich jeden Tag irgendwas zu tun habe. Weiß ich noch nicht, ob ich es erwähnt habe. Im Moment ist irgendwie alles drunter und drüber hier. Ich weiß auch nicht. Ja, keine Ahnung. Ich mache mir jetzt erstmal einen Salat und schaue Videos. Ich will einmal ein bisschen chillen. Und mehr werde ich auch nicht tun, deswegen. Ach so, vielleicht werde ich gleich noch ein bisschen... Das habe ich euch noch nicht gezeigt. Ich werde die Zagen hier weiß streichen. Die waren vorher ja so braun wie da. Und jetzt werden sie langsam weiß. Also muss ich noch ein paar Mal rübergehen. Ihr seht, das ist noch sehr fleckig. Aber schon mal den ersten Anstrich so, sieht auf jeden Fall ganz gut an aus. Weil meine Türen bald kommen. Die macht mein Kollege jetzt langsam fertig, deswegen sollte ich die Zagen langsam mal streichen. Das wäre nicht schlecht. Schaffe ich schon, hoffe ich. Hallöchen, heute ist Donnerstag und ich war gerade bei meinem Papa und hatte leider die Speicherkarte vergessen. So wie ich nun mal bin. Und als erstes für gestern noch... Gestern war im Adventskalender das Moroccan Oil. Finde ich richtig gut. Das war letztes Jahr schon in diesem Adventskalender. Ich hatte den ja schon mal, das war da auch drin. Ist gerade bei mir leer gegangen, zufälligerweise. Und ich liebe das, finde ich richtig gut und bin sehr froh, dass ich das da drin hatte. Und heute war drin von Chorus. Ne, es heißt nicht Chorus, es heißt Chorus, glaube ich, oder so. Ist ja griechisch. Wild Rose Advanced Repair Sleeping Facial. Also einfach eine Nachtcreme, würde ich sagen. So sieht die aus. Genau, das war drin. So, ich bin gerade erst nach Hause gekommen, deswegen habe ich noch Jacke und sogar Schuhe noch an. Und schaut mal, was inzwischen steht. Mein Sofa, ja. Ich finde, es sieht richtig schön aus. Da kommen natürlich noch Dekokissen und sowas alles drauf. Aber ich finde, es sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ist ein bisschen kleiner, als ich gedacht habe. Ich hoffe, man kann sich da trotzdem, ja, ich glaube, man kann sich trotzdem, kann sich hoffentlich eine Person hinlegen. Aber es gefällt mir sehr, sehr gut. Sieht sehr schön hier aus. Ja, jetzt steht das auch schon mal. Jetzt kann man sich wenigstens mal hier so schön hinsetzen endlich und einfach chillen. Ich kann jetzt endlich mal sitzen, das ist super. Ich konnte bisher immer nur, gut, jetzt habe ich auch das Bett, da könnte ich drauf sitzen. Aber ich hatte ja vorher nur die Matratze und sich immer so auf den Boden zu setzen, ist halt ein bisschen doof. Und jetzt habe ich hier mein Sofa endlich aufgebaut. Geil. Ich weiß jetzt nicht, ich hatte ja gesagt, es gab damit Probleme beim Aufbau. Ich war jetzt nicht dabei, als es aufgebaut wurde. Mein Opa war hier und er wusste nicht, was das Problem war. Ich hatte dem Typen, der das aufgebaut hat, das am Telefon erklärt, was das Problem war. Und er meinte, er wüsste, glaube ich, schon, was ich meine. Hörte sich also so an, als wäre das bei dem Sofa vielleicht schon öfter problematisch gewesen. Letztendlich hat er es jetzt aufgebaut, was eigentlich voll geil ist. Ich habe jetzt den Aufbau für umsonst gekriegt. Eigentlich voll nice, ne? Läuft, dann musste ich mich damit nicht abquälen und habe jetzt einfach ein aufgebautes Sofa und muss dafür nichts bezahlen. Ist doch nice. Sonst zahlt man dafür immer locker mal für so einen Aufbau immer 100 Euro plus. Habe ich jetzt umsonst, ja. Also, das war jetzt nicht vorsätzlich. Das ging ja wirklich nicht. Ja, langsam läuft. Langsam nimmt es echt Gestalt an. Ich muss jetzt dieses Wochenende, wenn ich schaffe, endlich mal hier in der Wand weitermachen. Hatte ich euch jetzt schon ein paar Mal gesagt, da oben ist noch nicht ganz perfekt. Weil da oben ja die Wand ist ja so strukturiert, sage ich mal. Und da kam man da ganz schlecht, konnte man das abkleben. Deswegen ist das noch ungleichmäßig. Das will ich halt mit dem Pinsel noch machen. Dass ich an der Wand dann jetzt endlich mein TV-Lowboard auch hinstellen kann, damit ich meinen Fernseher aufbauen kann, meine Playstation aufbauen kann, kann ich wieder COD endlich zocken.
Was heißt endlich? Ich habe es mir bei mir sehr selten gespielt, aber einfach, weil ich einen Mini-Fernseher hatte, wirklich einen Mini-Fernseher. Das Internet war grauenvoll, es hat einfach alles nicht funktioniert. Und hier, ich habe jetzt einen großen Fernseher gekauft, ich habe super Internet, also kann wieder losgehen, kann mit meiner Family wieder zocken. Ja, ach, jetzt kann ich es euch gut erzählen. Ich habe News für euch. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber ihr habt ja gesehen, ich habe logischerweise Videos schon hochgeladen, wenn ihr das seht. Und früher war es so, dass ich für ein Video, ich hoffe, ihr erzählt es jetzt nicht doppelt, war es so, dass ich, wenn ich ein Video hochgeladen habe von 20 bis 30 Minuten, hat das 2 bis 3 Stunden gedauert. Was natürlich sehr heftig ist, weil ich musste dann teilweise dabei bleiben, weil irgendwie mein Laptop sonst abgekackt ist oder sonst was. Und dann war alles wieder hinüber. Und das war halt sehr zeitintensiv. Man kann ja dann auch nichts anderes machen, weil, also am PC mit Internet, weil dann dauert es ja noch länger. Und das war halt echt ätzend, weshalb das mit den Videos hochladen teilweise sehr schwer war und ich nicht immer alle geschafft habe, hochzuladen. Weswegen auch der Zweitkanal nicht funktioniert hat, weil ich dann teilweise es wäre halt perfekt gewesen, wenn ich die Videos hätten hochladen können und ich gleichzeitig spielen hätte können für den Zweitkanal. Aber es hat halt nicht funktioniert, weil dann wurde die Leistung ja schlechter, versteht ihr? Also es ging halt nicht so viel auf einmal. Und jetzt dauert ein Video, was vorher 3 bis 4 Stunden oder 2 bis 3 Stunden oder so hochgeladen hat, dauert jetzt 6 Minuten hier. 6 Minuten, das ist so ein Luxus. Das ist so heftig. Ich war schon damals verglücklich. Damals habe ich mal bei einem Kumpel hochgeladen. Und es hat einfach mal eine Viertelstunde gedauert. Das fand ich schon geil. Und jetzt ist es noch schneller. Das ist so heftig. Ja, auf jeden Fall denke ich jetzt, dass ich das hinkriegen könnte mit dem Zweitkanal. Und das werde ich ab Januar, ist der Plan. Dann kann ich jetzt schon mal ein bisschen vordrehen, wenn ich nächste Woche Urlaub habe. Ich habe mir extra eine Webcam gekauft. Dann kann ich ein bisschen vordrehen, dass ich dann ab Januar das hochladen kann. Mein Plan ist, ich kann noch nicht versprechen, dass es klappt, aber ich gebe mir Mühe. Mein Plan ist, dass das mit den Videos hier ganz normal bleibt, wie ich es vorher gehandhabt habe. Da hatte ich jetzt sogar meistens 3 Tage die Woche Videos hochgeladen. Das heißt, Dienstag kommt immer ein Wochenvlog, Donnerstag kommt ein normales Video und Samstag kommt ein normales Video. Und dann würde ich das machen, dass Montag, Mittwoch, also Montag kommt ein Gaming-Video, Mittwoch ist mein Ruhetag, da mache ich nichts. Freitag kommt ein Gaming-Video und Sonntag. Das heißt, ihr würdet 6 Videos die Woche haben, auf jedem Kanal 3 die Woche. Ich werde das versuchen, also für alle, die sich auch für Gaming interessieren, für die anderen ist es halt jetzt uninteressant, aber ich möchte es auf jeden Fall versuchen. Ich hoffe, dass es klappt, weil mir macht es sehr viel Spaß, auch ein paar Spiele zu spielen. Und da würde ich euch gerne teilhaben lassen. Und ja, jetzt bekomme ich hier gerade Besuch, scheint mir so. Ne, kommst du doch nicht hoch? Nee, kommt nicht hoch. Ja, ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Ich habe auch schon ein paar Spiele anvisiert, die ich jetzt wahrscheinlich spielen möchte. Guck mal, da ist sie. Ich möchte gerne Sims 4 spielen, weil das kam bei euch damals eigentlich ganz gut an. Dann möchte ich gerne PlayerUnknown's Battlegrounds spielen. WoW. Und ich möchte mir dann gerne Life is Strange, den zweiten Teil, sage ich mal, kaufen und den mit euch spielen. Ich habe da auch noch nichts nachgeguckt, wie was ist, damit ich nicht gespoilert werde, und das ist der Plan. Ich hoffe, ihr findet das gut. Also ich finde es gut, mir macht das Spaß. YouTube ist mein Hobby und ja, genau. Jetzt zeige ich euch nochmal ein süßes Bild von der kleinen Maus. Oh. Ist sie nicht süß? Sie ist so süß. Sie ist so, so süß. Alle, die sie sehen, alle waren vorher skeptisch. Oh, ein Sphinx. Voll eklig. Es sind doch keine Katzen. Bläh. Ich habe nur, Scheiße fast nur gehört darüber. Und alle, die das gesagt haben und sie bis jetzt kennengelernt haben, alle lieben diese Katze. Sie lieben sie. Meine Mutter, habe ich euch, glaube ich, schon mal erzählt, meine Mutter hasst Katzen. Die kann einfach nichts mit Katzen anfangen. Die kann ihr nichts abgewinnen. Die hasst die. Und sie liebt noch Frittete, sie liebt sie einfach. Das ist einfach ein Wunder, wirklich, sie mochte nie eine Katze. Ja, mein Vater hatte auch mal eine kleine, die uns zugelaufen ist. Und die hat sie auch nicht gemocht. Und die war auch super lieb und süß. Und noch Frittete mag einfach jeder. Aber irgendwie verhält die sich auch nicht so viel wie eine Katze. Sie ist eher manchmal wie ein, weiß nicht, wie ein anderes Wesen. Und wir haben festgestellt, sie sieht aus wie Dobby von Harry Potter. Guckt mal. Ah, hier, guck nochmal rein. Hier, guck nochmal rein. Das ist so ein richtiger Dobby. Ja, ne, kleiner Dobby?
Der Schwanz, sagen alle, sieht zwar aus wie von einer Ratte, aber ey, komm. Meine kleine süße Ratte. Die sieht aus übrigens wie mein Laminatboden. Also wenn ich die, wenn die hier rumläuft, die ist voll getarnt. Die sieht aus wie so ein Chamäleon, weil sie... Der Boden hat einfach die gleiche Farbe wie meine Katze. Das ist ziemlich lustig. Ja, jetzt werde ich schon ins Bett gehen, noch ein paar Videos gucken. Ich bin super müde. Ich konnte irgendwie die Nacht nicht so gut schlafen, weil noch vor Täter auch nicht so gut schlafen konnte scheinbar. Und ja, jetzt gehe ich aber pennen. Also wie gesagt, guck noch ein bisschen was. Morgen wird nämlich ein langer Tag. Ich muss freitags eigentlich immer nur bis 12:45 arbeiten. Und morgen aber nicht. Ich habe morgen eine Tagung, also so eine Vertriebstagung nennt sich das bei uns. Sind halt alle Leute aus dem Vertrieb, Marketing, sowas. Und das geht dann morgen bis 16 Uhr. Geil. Muss ich über drei Stunden länger arbeiten, als ich sonst muss, aber gut. Ich bin so die Einzige in der Firma, die sich richtig lange fertig machen muss. Hehe. Weil, ja, ihr kennt mich, ne? Ich schminke mich eine Stunde und anziehen und duschen und dies und das und hab halt nur, keine Ahnung, 2,5 Stunden oder so. Das wird sehr kompliziert morgen und ich muss mir mal gerade den Akku suchen, weil das hat hier gerade schon angezeigt, dass der Akku schwach ist. Deswegen lade ich das mal auf, damit ich auch am Wochenende weiter vloggen kann. Morgen weiß ich noch nicht, ob ich euch da irgendwie mitnehme oder ob ich super im Stress bin, weil ich mich fertig machen muss. Zur Weihnachtsfeier nehme ich euch natürlich nicht mit, weil ich meine, das ist eine Firmenfeier, da hat das, finde ich, nichts zu suchen. Auch wenn ich gerne wollte, aber da darf ich ja nicht einfach andere Leute filmen und so, deswegen wisst ihr Bescheid. Und dann denke ich mal spätestens bis Samstag. Hallöchen, heute ist Freitag und ich bin inzwischen zu Hause, wie man sieht. Ich bin auch schon fertig gemacht, ich werde bestimmt gleich schon abgeholt. Ja, zur Weihnachtsfeier hatte ich ja erzählt. Und ich dachte mir, ich zeige euch ganz kurz mein Outfit. Das Kleid habe ich von Tellyway gekauft, online, für, ich weiß nicht, 20, 25 Euro, also echt nicht viel Geld. Und ich finde das sehr, 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 sehr schön. Ich habe leider keinen Ganzkörperspiegel, sodass ich mich komplett sehen kann. Aber naja, ihr könnt mich jetzt gerade komplett sehen. Hat halt hier eine Seite so, ja, nicht ganz schummelfrei, sondern ärmelfrei. Eine Seite einen langen Ärmel. Und ja, so sieht das Kleid aus. Von hinten hat das hier auch so einen leichten Rückenausschnitt noch, ein bisschen nur runter noch. Ja, ich finde es ganz schön. Und dann ziehe ich gleich noch hohe Schuhe an, also was, ja, schon, ich zeig sie euch. Die ziehe ich immer zur Weihnachtsfeier an, hatte ich bis jetzt jedes Jahr zur Weihnachtsfeier an, weil ich darauf sehr gut laufen kann. Die sind von Tamaris, so sehen die aus, haben ein bisschen dickeren Absatz. Die Katze fliegt erstmal gerade runter, läuft bei ihr. Ja, so sehen die aus, die ziehe ich gleich an. Und dann muss ich mir noch meinen Mantel zurechtlegen, weil es ist cold outside. So, grüner Mantel kommt dann noch drüber. Und dann soll das wohl reichen. Schlüssel darf ich gar nicht vergessen. Ich habe Angst, dass ich den Schlüssel vergesse. Ich packe ihn schon mal ein. Bin voll übel im Stress, weil ich ja heute so lange arbeiten musste. Und wie ich mir dachte, also hatte ich ja so eine Tagung. Und wie ich mir schon dachte, ging die auch noch länger. Noch länger. Und ja, war voll im Stress. Aber jetzt geht's einigermaßen. Ich weiß nicht, ob ich noch Lippenstift drauf mache. Noch einen knallroten Lippenstift. Bis jetzt zu Weihnachtsfeier bin ich immer ohne gegangen, wegen Essen und allem, aber irgendwie habe ich Bock auf einen Lippenstift, ich bin mir nicht sicher. Wo sind überhaupt meine Sachen? Mal gucken, was ich hier da habe. Ups. Ich habe hier einen von Astor. Einen von Too Faced und einen von Tarte. Und ich habe voll Bock, einen drauf zu machen, aber ich bin mir so unsicher gerade. Scheiße. Aber mit Rot wäre es schon nice, ne? Schöne rote Lippen gehen immer eigentlich, ne? Gerade bei mir. Ach, ich überlege es mir noch, aber wegen dem Essen bin ich mir immer so unsicher, wenn ich dann was trinke. Und ich bin mir nicht sicher, ob das den ganzen Abend dann hält und dann sehe ich nachher scheiße aus. Understand? Ja, ich hoffe. Hier, die Kleine sieht aus, als würde sie mich attackieren wollen. Hallo Mäuses. Jo, nicht die Kamera bitte. Ja, ich lege jetzt auf. Ich habe so Hunger, aber ich schaff's nicht mehr, noch was zu essen vorher. Ich trinke jetzt so einen Schluck, was normal ist, ein Wasser, bevor es dann gleich losgeht. Und ja, dann nehme ich euch nicht mit, weil es eine Firmenveranstaltung, die Leute wollen nicht gefilmt werden und, ihr versteht. Deswegen lasse ich euch hier und wir sehen uns dann morgen wieder. Hallo, wieder am Samstag. Habe ich euch eigentlich schon mein Sofa gezeigt? Wenn ja, dann, wenn nicht, dann hier nochmal. Sieht ganz gut aus, finde ich. Oh, ich bin noch so fertig. Oh. Die Katze kommt.
Wir hatten ja gestern Weihnachtsfeier. Ich hatte erst geplant, dieses Jahr nicht lange zu bleiben. Und ja, hat nicht geklappt. Hat nicht so gut geklappt, nicht so lange zu bleiben. Boah, ich war fertig danach. Beziehungsweise bin ich heute fertig gewesen. Ich wache heute Morgen auf und hatte den übelsten Kater. Also wirklich, also ich habe selten Kater, muss ich sagen. Sehr, sehr selten sogar. Aber gestern, also heute dann mal so richtig. Oh, ich hatte so Kopfschmerzen. Mama ist gekommen. Wir wollten eigentlich auch einen Schrank aufbauen und ja, hat nicht geklappt. Ich wurde auch erstmal geweckt, voll früh um 10. Was fällt denen ein? Hermes hat meinen Kleiderschrank halt gebracht. Ja. Ja. Aber den haben wir noch nicht aufgebaut. Ich konnte nicht. Ich lag im Bett und hab rumgejault. Selber schuld, naja, aber. Nee, war schon cool gestern, hat Spaß gemacht. Oh, guck mal, seht euch mal das Chaos hier an. Ich bin so froh, wenn es jetzt bald endlich fertig ist. Echt. Dann kann man endlich hier alles mal so hinstellen, wie man es möchte, wirklich komplett und so. Ja. Und jetzt habe ich. Wollte ich noch was erzählen? Weiß nicht. Jetzt habe ich mich gerade fertig gemacht. Ein bisschen. Nur, dass ich ein bisschen Farbe im Gesicht habe und ein bisschen, ne? Ganz, ganz bisschen nur. Weil meine Mutter hatte Geburtstag am Mittwoch. Oh Gott, es kommt mir schon wieder viel länger irgendwie her. Und wir gehen heute essen und zwar zum Griechen. Ach, das war gestern auch ganz cool. Ich habe, es gibt da so Buffet, da wo wir gestern von der Firma aus waren. Und da gab es richtig coole Sachen wohl, Ente und sowas. Also sah richtig lecker aus, hat auch allen wo richtig gut geschmeckt. Ja, und mir blieb halt nur im Grunde der Salat. Wobei das nicht schlimm ist, ich esse sehr gerne Salat. Und die hatten einfach ein mega geiles Dressing, so mit Essigöl. Das war so lecker. Also wirklich, ich habe noch nie so ein gutes Dressing gegessen wie da. Es war echt klasse. Deswegen der Salat sehr, sehr lecker. Kartoffeln konnte ich noch essen. Ja, und dann hatte eine Azubine bei uns, die jetzt im dritten Lehrjahr ist, wir saßen mit dem Chef am Tisch und mit dem, der das organisiert. Unser Einkaufsleiter organisiert das und mit dem saß ich auch am Tisch. Und dann hat sie gesagt, könnte man nicht vielleicht nächstes Jahr mal für Laura was Veganes bestellen, dass sie nicht nur Salat essen muss? Ich hätte das natürlich selbst nicht gefragt, weil es ist ja meine Entscheidung, dass ich vegan esse und wenn es dann da kein Vegan ist, ich meine, man kann nicht für jeden eine Extrawurst haben. Und dann ist der Einkaufsleiter zu dem Restaurantführer, sag ich mal, gegangen, keine Ahnung, zu dem Chef da. Und dann kam der zu mir und meinte, ja, wir bieten auch veganes Kichererbsen-Curry an und dann habe ich das gekriegt und das war richtig, richtig lecker. Also ich habe gestern gut gegessen, nicht nur Salat, aber war schon gut, ja. Und ich habe keine Ahnung, wie lange ich geblieben bin. Lange, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall länger als die meisten. Also ja, war gut. Und jetzt gleich, wie gesagt, zum Griechen. Mal gucken, was ich da. Aua, esse. Oh, sorry, dass ich gerade so reinschreie, aber die Kleine tut gerade mir ein bisschen weh. Die tut mir gerade weh. Ach ja, das ist so eine süße Maus. Ne, Nofretete. Jo. Oh, wow. Ja, hör jetzt auch über meine Hose. Mann, das nervt. Ja, und den Adventskalender könnte ich euch noch zeigen. Boah, jedes Mal, wenn ich aufstehe, ist mir so ein bisschen schlecht. Aber könnte daran liegen, dass ich heute noch nichts gegessen habe. Es ist jetzt 5:30 und ich habe heute eine Schale Müsli gegessen. Also, läuft. Gestern war ein Pinsel drin. So sieht der aus. Finde ich sehr, sehr cool. Sieht sehr schön aus. Mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, wofür genau ist, aber ich glaube, den könnte man. Ja, ich weiß es noch nicht. Nee, ich muss mal gucken. Und heute habe ich noch gar nicht richtig geguckt, was das war. Von Model Co. ein Instant Brows. Also ein Augenbrauenprodukt. Sekunde, ich nehme euch mal gerade mit. Das möchte ich nämlich gerade mal öffnen. Und hier ist irgendwie gerade ein bisschen besseres Licht. So. Ich stelle euch mal ganz kurz hier ab. Ich muss nur die Verpackung gerade öffnen. Wenn ich wüsste, wie das geht da. So, ich hole euch mal ran. Auf einer Seite hat das hier ein Bürstchen, also ist jetzt ein Deckel drauf. Katze, hör auf. Und auf der anderen Seite sieht das so. Hör auf, das Bändchen! Die ist gerade nach dem Bändchen. So. So sieht es aus. Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ist das meine Farbe? Ich trage es eigentlich immer lieber ein bisschen dunkler. Ich habe ja auch sehr dunkle Haare, deswegen. Ne, scheint mir zu hell zu sein. Vielleicht verlose ich den. Ja, ich denke schon.
Das finde ich ein bisschen schade, also an dem Adventskalender jetzt gerade, ich finde den sehr, sehr gut, muss ich sagen. Aber warum tut man da einen Augenbrauenstift rein? Man weiß doch gar nicht, aua, was eine Farbe derjenige braucht, der diesen Kalender hat. Also wisst ihr, das ist so schwachsinnig. Katze, du kriegst mich gerade ein bisschen auf. Kannst du mal gerade? Könntest du bitte? Dankeschön. Das regt mich gerade ein bisschen. Das finde ich ein bisschen doof, aber ist okay. Ich kann das verkraften. Wird sich einer von euch mal drüber freuen. Schon wieder. Was willst du? Was willst du? Schlafen. Oh, sie will bei mir schlafen, die kleine Maus. Ja, genau. Ich darf jetzt auch nicht länger weiter labern. Ich muss jetzt nämlich gleich zum Essen, weil sonst komme ich zu spät. Ich muss ja auch noch 45 Minuten fahren. Deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg. Tschüss.